Ach Mist, warum hab ich die Hänger dort stehen lassen? Naja, egal. Ich komme, mach alles in Drängerin, Panschstuhl, ich esse die Hosentasche wieder. Ja, mach die Kabine voll. Da passt noch was rein. Kann nach oben, ich mach da oben das Fenster noch auf, hier den Schiebedach. Alles in die Hosentasche drin. Ja. So, in welche Richtung steht denn jetzt da? Zack. Oh. Aber eine Frage, wie viele Bildschirme verwendest du? Ich? Eins. Ja. Also ich habe zwei Bildschirme bei mir stehen, aber nur auf einem läuft was. Und da siehst du das nicht? Doch, natürlich sehe ich das. Naja, bei so einem 12 Zoll Bildschirm glaube ich nicht. Ich gebe dir gleich mal 12 Zoll. Der hat so einen alten Gameboy einfach ummodifiziert. Ja. So, dann machen wir dein Rohr, fahr mal dein Rohr aus hier. Ich muss ganz ehrlich sein. Wenn, dann müsste ich mich beschweren bei meinem Teilbildschirm, wenn ich das mal nicht sehe. Ja, kipp durch die Wand durch hier. Ach, das ist Charlie. Smirnoff ist da unten, ne? Ach so. Auch mit dem, also erkennst du ganz gut dran an dem Smirnoff über dem Kopf. Vor allem, meiner ist rot, mein Mitrecher. Oh, du fahr ein blinder Kerl. Ich hab so eine Rot-Gelb-Schwäche. Ja. Lass mich raten, Florian, du fährst einen blauen Traktor, gell? Ja. Ja, mit einem schwarzen Anhänger. Ja, mit einem schwarzen Anhänger. Und das Zeug, was da rauskommt, ist lila. Ja, genau. Ich lebe in meiner eigenen Welt, das ist okay, man kennt mich dort. Ja. Und Charlie fährt auch noch sein Rohr aus und tankt ab. Aber wir brauchen aber als nächstes unbedingt einen größeren Mähdrescher. Das ist ja jetzt zu. Ja, der ist echt deprimierend. Sieht aber schon witzig aus. Wie viel hat Charlie denn? 37%. Ach, da geht dann noch was rein. Sag mal, was macht ihr denn mit da? Er nimmt mich mit. Lass los. Bock. Hä? Ach so. Ja, ich stehe hier und warte auf Charlie. Ach so. Ach, das ist ein Kleinanhänger. Ja, als nächstes kriegt Charlie erstmal einen größeren Mähdrescher. Haben wir noch genug Geld dafür, ja, ne? Geplant war dann eigentlich mal irgendwann mal. Ach, Kartoffelernte. Wir haben zwar noch 470.000, aber wir müssten vielleicht auch irgendwann mal in die Kartoffel- oder Rübenernte gehen. Mhm. Weil. Ah, wobei, warte mal, sonst Charlie, wenn du nicht mehr mähdreschen möchtest, was ich durchaus nachvollziehen könnte, dann hol doch den. Dann kannst du doch mit dem Ballen im Sammelwagen. Sammelwagen? Ja. Die Rundballen aufsammeln, wenn du Bock hast. Juhu. Du kannst abfahren, darfst du dir aussuchen. Ja. Oder du kannst auch offline gehen, wenn du möchtest. Also wir nein, nein. Ein bisschen kann ich noch, ich sag grad mal halb elf. Ja, halb elf. Oh, aber nimmst du eigentlich noch Zeit auf, zum Bett oder? Gehen. Ich nehm die ganze Zeit noch auf, ja klar. Du hast dir was stehen lassen. Uiuiui. Ja, ich musste gerade über Steamer schreiben. Also darfst du dir aussuchen, was du machen möchtest. Ja, der Sammelwagen ist ja noch am Shop. Der ist noch am Shop, ja. Deswegen dachte er auch, dass du es holen sollst. Ja, wenn ich geholt habe, sage ich, ah nee, sorry, ich hab's doch anders mit, du musst doch abfahren, aber schön, dass der Sammelwagen jetzt hier oben steht. Ja. Ja. Ich fahre übrigens freihändig, sieht man jemand hier. Ich habe keinen Helfer angestellt, geht auch gar nicht, ups. Ich bin daneben gefahren hier. Weil... Komplett Feld 26 oder so ist, glaube ich, mit Kartoffeln oder Rüben. Ja. Dafür bräuchten wir halt mal eine Rübenmaschine. Und ich glaube, Feld 21 ist es auch. Okay. Hä? Warum klappt es mir noch hoch? Weil ich gerade einen Helfer drin hatte. Was? Ja. Man muss ja auch was für das arbeitslose Pack was machen, oder? Ja, das stimmt. Hast du einen Helfer einstellen? Der ist eigentlich ausgeschaltet. Anscheinend konnte er ihn einschalten. Nein. Hä? Okay. Klar kann ich, warum soll ich das nicht können? Weil es eigentlich nicht aktiviert ist. Weil wenn ich auf UG ist Helfer einstellen ausgeschaltet. Das siehst du mal. Ach, Golkeda spielt Stranded Deep. Ja. Soll gut sein, das Spiel habe ich gehört. So vor allem sieht es total schön aus.
Ja, soll The Forest ohne Zombies, habe ich mir sagen. Ja, ja. Gibt's Alter, sollen wir die Ballen verarschen da? Ist aber im Moment noch ein bisschen buggy. Okay. Tschüss, Ball Nummer 3. Geht das im Multiplayer, das Spiel schon? Ich glaube noch nicht. Bin mir aber... Nee, ich glaube noch nicht. Ah, okay. Also wenn es im Multiplayer rauskommt, sollten wir es alle auch mal spielen. Wenn da generelles Interesse da ist. Was spielst du denn sonst noch so, Charlie? Also... Ja, ich hatte noch Arma 3, altes Live. Okay. Und ja, The Forest. Alter, Waldmeister! Was passiert? Bleibt mit dem Hänger am Baum hängen und wickelt sich hier quer über die Map. Junge. Das ist doch jetzt meine Aufgabe. Ja. Hat er Florian gemacht. Ja. Nee, genau. Er hat einen Florian gebaut, ja. Ja, The Forest. Mhm. Aber das spielt eigentlich überwiegend meine bessere Hälfte. Okay. Ja, weil alleine macht es halt kaum Spaß, ne? Ist halt nur am Bauen. Das weil stimmt. Der Koop, der würde mich interessieren, aber... Dafür hast du uns ja jetzt. Ja. Wir spielen, ich hatte mit ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest auf dem auf YouTube, da hatte ich jetzt mit dem Simbai zusammen, oder Zimbai, schon mal drei, vier Folgen aufgenommen. Und angeblich sollst du im Multiplayer jetzt ja speichern können. Das Problem ist aber allerdings da, dass die, also wir hatten zum Beispiel keine Steine mehr auf einmal, auf der ganzen Map nicht mehr, die waren weg, die Steine. Ja, okay. Wir waren dann in so einer Höhle drin, also in so einer eingeborenen Kannibalenhöhle, und da haben wir dann so 5, 6 Steine noch gefunden, aber auf der ganzen anderen Map keine einzigen Steine, keine Lizards mehr, die waren auch irgendwie weg und es war alles sehr skurril irgendwie. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir machen nach 3 Folgen mal Pause erstmal. Hatten überlegt, ob wir heute aufnehmen, habe ich gesagt, nee, ich mache heute LS und wollen mal gucken, ob wenn wir das Safe Game laden, ob dann Steine wieder da sind. Ich habe so das Gefühl, dass es dann wieder klappen könnte. Aber ja, grundsätzlich, je mehr, desto besser. Ich glaube, du kannst mit 16 Leuten spielen, The Forest. Oder waren das mit 8? Nee, ich glaube, 8 sind das meistens. Ich glaube, 8 waren das, was ich letztes Mal gelesen habe. Ja. Aber siehst du, guck mal, weil wir haben, also ich spiele The Forest, ich meine, gut, der Esel nennt sich eigentlich zuletzt, dann Smirnoff spielt das. Jo. Dann haben wir den Zimbai, der spielt. Wir hätten aber auch noch, wie heißt der denn, Micha spielt das auch noch. Der hat, also die kennst du jetzt nicht, Charlie, aber... Nee. Der hat dann noch, der spielt noch. Noch nicht. Noch nicht, der ist aber auch ganz nett. Und wieder dieser Zimbai, man muss dazu sagen, es ist... Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil der ist 15. Finde ich aber gar nicht schlimm, weil der hat eine total angenehme Stimme. Albert nicht rum und... Denk dran, Flo, er ist minderjährig. Ja, ich bin glücklich vergeben und habe kein Interesse. Also selbst wenn ich nicht glücklich vergeben wäre, hätte ich auch kein Interesse, so rum. Ne? Nicht, dass ihr euch auf falsche Gedanken kommt. Der sagt schon zu dem, diesen Stranded-Spiel und so weiter, nach ein paar Stunden kauft er sich einen Volleyball, ritzt sich in die Hand und macht einen Wilson auf dem Volleyball. Ja. Ist das Feld fertig hier? Jo. Ah, sehr schön. Ja, also das... Aber also das heißt... Ach, das andere ist auch schon fertig. Hm? Das ist ja auch schon fertig. Das 19, 18? Oder? 18 ist fertig, ja. Ah ne, das hier unten, die Gäste ist noch nicht fertig. 20. Noch nicht fertig gereift, oder? Ach nee, noch nicht gemacht. Ja, dann komme ich gleich mit den 2 Anhängern wieder runter. Hoch. Nee, also Stranded Deep hatte ich auch gesehen, finde ich auch sehr reizvoll. Ich frage mich auch, was die im Moment alle mit den ganzen Survival-Games haben. Also ich... Ja, jeder will doch auf den Zug aufspringen. Ja, das stimmt. Die hauen ja auch meistens so beschissene Spiele raus. Das stimmt, ja. Also ein bisschen enttäuscht bin ich von Rust immer noch. Da hatte ich mir mehr erwartet. Große Frage. Ja. Der Sammelwagen, der ist nicht am Händler. Der ist nur so eine Mistgabel. Ja, irgendjemand den hab ich. Waldmeister hat den gerade geholt. Waldmeister sagt doch, wenn du den holst. Dann fährt Charlie nicht umsonst darüber. Hör dir. Bam, bam, bam. Aber Charlie wollte doch sammeln, oder nicht? Mir ist wurscht. Achso, okay.
Oder wollte Waldmeister auch sammeln? Schlagt euch! Ich will Blut sehen! Ja. Ohne wer Blut kommt mir keiner nach Hause. Wer schnellsten Rundball den Berg hochhalten kann, hat gewonnen. Ach. Achso, jetzt noch keiner rausgucken. Ja, ich bin gespannt. Los. Fight! Ding, 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 ding! Ja. Schön. Schön, 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 schön. Du nicht. Ich doch. Nee. Bei mir ist es heißen, der schönste, 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 schönste. Nein. Du musst aber ziemlich stinken, oder? Hm? Du musst aber ziemlich stinken. Nee, nee, früher war ich arrogant, heute weiß ich, dass ich schön bin. Oder früher war ich eingebildet. Nein, alles gut. Ich, Geschmäcker, wie war das noch? Naja, Einbildung ist auch eine Bildung. Ja. Die Flohbildung. Die Flohbildung, ja. Nee, wie, schöner dich im Auge des Betrachters ist so rum. Das wollte ich sagen. Hm. Ne? Ich werd müde. Du bist müde? Ja, soll ich dann mit der Kartoffelernte anfangen? Wir haben keine. Haben wir so? Wir haben noch keine Kartoffelmaschine. Und wir müssen das Feld noch kaufen, ne? Oder? Waldmeister? Waldmeister! Ich bin eingeschlafen auf dem Träger. Ja. Nee, was kannst du denn machen? Charlie? Test. Ja. Warum zum Hänger geht mein Mikrofon dauernd aus? Weiß ich nicht. Das ist so Charaktereinstellung. Das nennt sich auch Charaktersoftware. Es funktioniert nicht bei jedem. Jetzt rollt er eine Ballen weg. Roll, Schlampe, roll! Ich finde schade, dass der Ballenwagen nicht mehr aufnehmen kann. Den könnte man wenigstens verlängern. Super. Hat jemand eine Kettensäge? Eine Kettensäge? Warum? Weil ich mich im Baum verwickelt habe mit meinem Rohr. Komm wieder vor noch zu. Aha. Was du schon wieder machst? Einklappen. Ah, wie hieß denn das nochmal? Ist es nicht Dendophil? Dendophilie? Wenn man auf Bäume steht? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist Dendophil. Alter! Waldmeister, ey. Fahr mal rechts, ey. Nee, rechts doch. Das war doch rechts genug. Ja. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir mit Charlie? Hm. Welches Feld wolltet ihr denn holen mit Kartoffeln? Wäre quasi die 26, richtig? Ah ja, mhm. Ja, was ist dann? Ja, warum? Hä? Ja, ich frag nur, ich guck nur. Ich würde gerne mal ein paar Bäume machen, das würde mich mal wieder interessieren. Bäume? Ja. Ich mein, wenn du die 26 erntest, dann musst du mit mindestens 4 Maschinen dran gehen. Okay. Oder zumindest 2, weil sonst sitzt du da eine Ewigkeit dran, weil an der 26. Ja. Auf welchem Feld machen wir jetzt? 20? Ja. Ah, okay. Bin ich zu weit gefahren. Wo ist denn hier die... Oh, ladi. Wo ist denn der Feldweg? BVB. Du. So. Feldweg. Dann komme ich jetzt einfach mit an die 20 dran. Ja. Und ernte einfach mit. Du kannst aber auch abfahren sonst noch mit. Wobei, naja gut, da haben wir. Ich mache ja bei meinen Großen ja dran. Hat einer gerade eben was verkauft? Es klang für mich aus, als wenn jemand was verkauft hätte, ja. Aber ich war es nicht. Ich gehe. Du gerade verkaufen. Was, ein Ballen oder was? Ja. Ah, scheiße, Unfall! Was? Scheiß Strohball. Die Tür. Warum kommt denn da ein Strohball angerollt? Erntest du im Kreis? Nee, ich mach nur einmal im Kreis rum, damit man halt nicht die ganzen Stroh auf der Wiese rumliegen hat. Oh, toll, der eine Baum hat keine Kollision, der andere hat wieder eine. Das gibt's doch nicht. Mist! Ja. Wer tut Strohballen sammeln? Der Waldmeister, glaube ich. Jetzt kann ich die an der Stelle wohl nicht verkaufen, oder was? So, ich komme nochmal rumgefahren. Was ist denn hier los? Wo ist mein Abfahrer? Hier, ich warte schon seit 10 Minuten. Ja, ich komme auch schon.
Ich hätte mich ein bisschen falsch hingestellt. So. Jetzt aber. Ich habe da so ein Problem mit einem Strohballen, der gehört weg. Was? Wo? Kann die Strohballen an dem Strohdings nicht verkaufen. Was war denn das jetzt? Warum hört denn der jetzt auf? Die Ballen verkaufst du auch am Hof. Was? Ja. Die Ballenverkaufsstelle ist am Hof. Neben dem Düngerstreuer. Ja, genau. Dünger. Dings da. Düngeraufladestation. Und der Flo genau. Nee, ich hoffe. Da sind auch schon Ballen, also. Ich hoffe, die Kollision ist hier raus. Ja. Schmerzen in 3. Oh, doch nicht. Facecheck. Ja. Schmerzen in 3, 2, 1. Dann brauchen wir demnächst eine Ballenzange, um die Ballen vom Zirkus wieder herzukriegen. Oh. Okay. Warum sammelst du das wieder auf? Oder so, mach ich demnächst dann. Ja, schub so um. Ja. Was die Kühe angeht, wir haben eine Futtermischstation. Du kannst das Zeug so reinschütten. Ah, okay. Hey, da liegen lauter Ballen auf der Spur. Und wir haben... Und wir haben übrigens einen Förderband-Mod mit drin. Mal eine kurze Frage, für was braucht ihr denn eigentlich dann die Vermischstation, wenn ihr Stroh dann nicht lagert für die Kühe? Oben ist ein Lager. Da ist auch noch ein extra Lager, wo du dann quasi Stroh, Silage und Gras und so extra lagern kannst. Das ist gegenüber von der Futtermischanlage. Der Baum hat eine Holzkasten. Einen Holzkastenverschlag-Gedöns. Ja, aber weil ihr ja gerade anfangt, die Ballen zu verkaufen. Ich dachte, ihr braucht die für die Kühe. Was meine ich damit? Nee. Wie, du brauchst doch zum Stroh zum Einstreuen. Ja. Ja, das machst du einfach mit dem Ladewagen. Wir können das Stroh zum Einstreuen nehmen, wir können das Stroh aber auch wiederum nehmen, um es in die Futtermischanlage zu schmeißen. Okay. Aber wieso verkaufen wir jetzt? Dann, ja, genau, warum machen wir dann jetzt Ballen bei uns? Man kann auch eine Ballenpresse haben. Ja, aber ich dachte eben, die Ballenpresse ist eben dafür da, dass das halt zum Einstreuen die Ballen und so weiter. So hab ich halt gedacht. Nee, ist viel zu kompliziert. Dann stelle ich die Ballen da oben hin. Klingt auch kompliziert. Oh, der Baum hatte keine Kollision. Ja. Sind wir kurz auf, klar. Jo. Aber mit dem Ballen einstreuen ist aber auch blöd, weil dieser Ballenhäcksler, der ist, unangenehm. Wieso? Weil du diesen kleinen, den Ballen da nicht reinrollen kannst. Mist. Den musst du da reinheben. Jetzt ist Smirnoff AFK und fährt gegen Baum. Glück gehabt. Und ich stehe hier mit in zwei Bäumen drin. Auch sehr schön. So, wieder da und der Helfer, weißt du, lässt einmal was vom Helfer machen, macht er nur wieder unten in der Drecksack. Ich wollte es gerade sagen, ich war schon am überlegen, ob da eine Kollision in dem Baum drin ist, aber es war zum Glück eine drin. Sonst wäre es wahrscheinlich noch weitergefahren. Ne, ich habe einen Helfer eingestellt, der wäre normalerweise wieder umgedreht. Ja, aber wahrscheinlich ist die Feldbegrenzung hier nicht ganz korrekt. Hopp, da fährt der Helfer, der fährt bis zum Feldrand, dann klappt er das Ding hoch und dann fährt er noch weiter. Ah, okay. Bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Ja. So. Ach, Florian, hier, das Gelbe links auf der linken Bildschirmseite, das Gelbe, das bin ich. Oh, okay. Du bist gleich voll. Warte mal, da komme ich mal zu dir hingefahren. Wäre vielleicht nicht ganz verkehrt, wenn ich hier durch das komplette fertige Feld einmal durchpresche. Ah, ist so praktisch, haben wir weniger zu ernten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem groß. Blöd ist nur, dass es nicht funktioniert. Leider. Ja. Eigentlich wollte ja, so wie ich es verstanden habe, Marvin sich um die Kühe, die Schweine kümmern. Okay. Ist eigentlich sein Gebiet. Hä? Der hat doch gerade noch entladen. Hä?